Ja, bald sind es nur noch 3, also 12 Gold. Jetzt kannst du trainiert werden. Wie sieht es eigentlich mit unserem Händler aus? Der liefert Nahrung aus, okay. Oh, wir kriegen jetzt auch wieder Lehmklumpen rein, hä? Ja, und Geschirr wird weniger. Eisen wird hier langsam auch weniger, aber... Guckt euch das an, wie viel Eisenerz und so wir haben. Hm. So, und wir sind auf 10 Gold runter, die wir noch brauchen. Und ja, immer mehr Kahlschlag. Auch hier. Da, jetzt wissen wir es. Die Wikinger sind schuld daran, dass der Regenwald von Südamerika bedroht ist. Und nur noch 8. Wobei ich vielleicht die letzten beiden Bogenschützen nur zu Level 2 anmache. Weil ich würde dann demnächst bald losziehen wollen. Wir sind nämlich jetzt in der Überzugsphase schon. Und zwei Zweierbogenschützen dürften ihren Dienst genauso gut tun. Du bist mal wieder hungrig. Ja, zum Glück gibt es hier oben genug Bären. Na gut, wir geben dem noch mal zu essen. Das sollte den Trägern genug Zeit geben, noch mehr Gold reinzubringen. Ja, ich weiß, dass Hafgrim hungrig ist. So, wieder Händler. Ah, komm, ich würde sagen, auf die 2 Gold können wir noch warten. Sicher ist sicher. Hoffen wir einfach wirklich, dass die Maya nicht mehr viele Soldaten haben, dass unsere Indianer Verbündeten sie ausgedünnt haben.
So. Bogenschütze, Kaserne verlassen. Spiel speichern. So, und dann marschiert los. Wie das da aussieht, wie sie sich auf der Straße drängeln. Marschiert, meine tapferen Krieger. Zur Tod und Glorie. Und Blut. Ja, überall liegen schon Köpfe rum. Forced out. Ja. So, alle pennen legen. Ihr habt ausgeschlafen. Gut, warten wir, bis der Rest auch ausgeschlafen hat. Sehen alle ausgeschlafen aus. Und dann gehen wir zum Angriff über. So, da kommen sie. Was ist mit meinen Bogenschützen los? Die hängen fest. Das finde ich nicht gut. Oh, jetzt hängen sie nicht mehr, okay.
Okay, sie greifen an. Oh, Kriegslager. Als der Kampflärm abflaute, hörten wir jemanden um Hilfe rufen. In einem Verschlag eingesperrt fanden wir Winnie Pooh, den Sohn des Häuptlings der Gelbmesser. Die Ringkrieger hatten ihn erbärmlich zugesetzt, doch war er überglücklich, als er uns erkannte. Befreie Winnie Pooh, indem du alle Regenkrieger besiegst. Okay, manche sind schon ein bisschen angeschlagen von meinen Truppen. Oh, geschafft. Der übermächtige Feind war besiegt. Die Bergfestung, von der aus er das ganze Land mit Raub und Brandschatzung heimgesucht hatte, war gefallen. Er war also nicht unbesiegbar, dieser Regengott. Überschwänglich feierten wir zusammen mit den Dorfbewohnern unseren Sieg. Nachdem wir den Sohn des Häuptlings aus seinem Gefängnis befreit hatten, fiel er uns vor Freude in die Arme und erzählte von seiner Gefangenschaft und was er über die Krieger des Regengottes erfahren hatte. Es hieß, der Gott Quetzalcoatl sei vor einigen Sommern auf die Erde herabgestiegen und hatte schnell eine große Anhängerschaft um sich versammelt. Diese bauten die alte Hauptstadt des Regengottes wieder auf und errichteten ihm einen riesigen Tempel. Dann sandte Quetzalcoatl sie aus, Gold und Sklaven zu erbeuten, um ihrem Herrn zu huldigen. Der Glaube, für einen fleischgewordenen Gott zu kämpfen, verlieh diesen Kriegern ihre übermenschlichen Kräfte. Ich musste an die Worte des weisen Mannes denken. Quetzalcoatl. Er war der Schlüssel zu allem. Mhm. Ja, wir sind noch nicht fertig. Es sind noch zwei Missionen vor uns. Mission erfüllt. Yay. Volk der Regenkrieger hat diese Welt verlassen. Und ja, das hier war einfach nur ein Militärlager. Kriegsdorf wird wieder aufgebaut. Von wem denn bitte? Winnie-Pooh, Gelbmesser. Lustig. Okay. Damit haben wir die Mission geschafft. Das heißt, ich mache jetzt hier an dieser Stelle den Cut. Und wir sehen uns dann im Hauptmenü wieder. Also, bis gleich.